SWR 2. Der ARD-Radio-Tatort. Die Premiere findet statt, wir prohlen. Uns sagt man doch nichts. Nie erfährt man was. Blutoper. Kriminalhörspiel von Christine Lehmann und Alfred Marquardt. Ja. Fleur, mein Blümchen. Sie schon wieder? Ich finde es nicht mehr lustig, dass Sie mich anrufen, wenn Sie mir Ihren Namen nicht verraten. Da in stiller Kammer krank ich lag, mit dem Schwerte stumm, sie vor mir stund, schwieg da ihr Mund. Sie sind nicht Tristan und ich bin nicht Isolde. Und Don José, der verliebte Baske? Der Carmen ersticht. Die schöne Carmen. Wenn Sie glauben, das schmeichelt mir, dann irren Sie sich. Shagurata. Das ist also das Rokoko-Theater. Schön. Sehr schön. Ja, die Oper. Das Kraftwerk der Gefühle. Wollte ich immer schon mal sehen, dieses Theater. Aber man bekommt ja nie Karten. Sie gehen in die Oper? Musik befreit den Kopf. Bin da schon auf die tollsten Lösungen gekommen. Und in der Oper geht's ja meist auch um Verbrechen. Brandstiftung in der Walküre, Aida, Landesverrat, Don Giovanni, Mord. Mit Mozart gegen Mord. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Profiler sind auf ihre Art auch Künstler. Gell, Herr Kriminaloberrat? Bedauerlicherweise gehört Mord nicht zu den schönen Künsten. Warum haben Sie sich wegen der Drohbriefe nicht sofort an die Polizei gewandt? Das nimmt man doch nicht gleich so ernst. Ja, so? Ich bin hier der PR-Manager. Hm? Das hätte der Festivalleiter entscheiden müssen. Und der war gerade unterwegs. Aber dann ist es dem Festivalleiter zu heikel geworden. Wenn Sie mich fragen, das ist alles nur ein Scherz. Am Theater gibt es die verrücktesten Sachen. Weiß noch jemand von den Drohungen? Naja, im Theater spricht sich manches rum. Ja, so. Hallo, hallo. Oh, was sehe ich denn das? Eine Kanonenkugel? Gehört das so? Ein Regieeinfall. Aber fragen Sie mich nicht. Und in den Orchestergraben sollte sie nicht fallen. Ja, sind diese Morddrohungen vielleicht auch nur ein Regieeinfall? Von der Presseabteilung, damit dann normale Menschen wie ich noch schwerer an Karten kommen. Herr Lalotte, zur Pressekonferenz in die Zirkelseite, bitte. Die Presse weiß nichts von den Briefen. Aber unser Inspizient ruft. Wir sollten, Herr Finkbeiner. Wo bleibt denn Ihre Kollegin, Frau Brändle? Ja,
Die nimmt bestimmt schon von den Häppchen. Die gibt's doch immer auf ihrer PK, oder? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz vor den diesjährigen SWR-Festspielen in Schloss Schwetzingen. Und gleich das Wort übergeben an Hörfunkdirektor Bernhard Herrmann. Bitte, Herr Direktor. Vielen Dank, Herr Lamotte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Jahr finden unsere Schwetzinger SWR-Festspiele bereits zum 59. Mal statt. Eine Kontinuität, auf die wir im Sender und auf die die Musikwelt ganz stolz sein können. In den vergangenen 6 Jahrzehnten haben sich unsere Schwetzinger SWR-Festspiele immerhin zum größten Radiofestival weltweit entwickelt. Wir präsentieren Ihnen also auch in diesem Jahr eine zeitgenössische Oper und wir sind besonders stolz, dass wir dafür eine der größten Stimmen unseres Jahrhunderts gewinnen konnten, Signora Sara Belamonte. Herzlich willkommen, Frau Belamonte. Grazie tante, Signor Herrmann. Direttore, danke. Danke vielmals. Mille grazie. Frau Belamonte singt zum ersten Mal in einer zeitgenössischen Oper. Dazu wird sie Ihnen dann gleich selbst noch einiges sagen. Wo Mozart, Gluck und Voltaire schon zu Gast waren, hier in diesem wunderbaren Rokoko-Theater des Kurfürsten Karl Theodor, fügen wir der Reihe bedeutender Premieren also eine weitere hinzu. Ein Werk in diesem Jahr von Johann Wolfgang Habgold mit dem Titel Blutoper. Entschuldigung, darf man da schon eine Frage stellen, bitte? Ja, bitte, Herr... Tachlinski, Mann im Tagblatt. Sagen's, warum verpflichten Sie eigentlich eine Zweigbesetzung für die Frau Belamonte? Nun, das ist eigentlich ganz... Vielleicht könnte der Herr Wendelin Krieg antworten. Ich sehe ihn dort hinten sitzen. Ne? Ich bitte Sie, Ihre Fragen doch erst ans Podium. Herr Krieg, Sie sind uns ja bestens bekannt als Mannheimer Wurstfabrikant und Metzgerfilialist. Dass Sie jetzt aber auch Opernliebhaber sind, das wussten wir ja bislang noch nicht. Na, das wäre doch einem Metzger nicht verboten sein. Einem, der mit guter Arbeit sein Geld verdient. Und gut erwascht übrigens. Ja, Sie sind ja der neue Hauptsponsor von den Festspielen. Und Ihre Tochter Fleur, die sitzt ja da neben Ihnen. Natürlich. Guten Tag. Ist ja als B-Besetzung für die Hauptrolle vorgesehen. Hat da das Geld nicht gereicht für die Erstbesetzung, oder? Wenn Sie besser recherchiert hätten, junger Mann, dann täte Sie wissen, dass meine Tochter ein Engagement an der Stuttgarter Staatsoper hat. Qualität setzt sich durch. Beim Journalismus bin ich mir doch nicht so sicher. Also bitte. Qualität? Gewollt Ihre Qualität, dass eine Coverstimme mich ersetzen sollte. Das ist der... Kommen Sie, Dice, das ist der lächerlich... Signora Belamonte, beruhigen Sie sich. Meine Damen und Herren, das ist nichts Ungewöhnliches. Bei vielen großen Aufführungen gibt es Zweitbesetzungen... Sì, so ist es. Ma io non voglio parlare über diese Zweitbesetzung. Non voglio. Ersparen Sie mir das. Sie haben doch selbst als Zweitbesetzung angefangen. Sehr richtig, Carissima. Aber ich war die Beste. Era stupenda. Betonung auf wahr. Oh, ma... Vater, ich bitte dich. Porca miseria. Bitte, meine Damen. Scusi, Direttore. Herr Herrmann? Ja, wir sind alle ein bisschen aufgeregt, denke ich. Also in 4 Tagen dann, am 29. April, ist es soweit. Wir dürfen sehr gespannt sein auf einen außerordentlichen Opernabend als Auftakt der diesjährigen Schwetzinger SWR-Festspiele. Johann Wolfgang Habgolds Komposition verlässt übrigens das Zwölftonsystem zugunsten von Mikrointervallik und Panchromatik mit speziellen Obertonreihen. Was ist denn Mikrointervallik, Sabo? Wenn man die Töne minimal verschiebt. Um weniger als Vierteltonschritte. Woher weißt du denn? Das hörst du gar du. Ah, danke. Vampirgeschichte, ist ja geil. Nein, Nina, ein Chor der Ermordeten, der die Schuld der Lebenden anbahnt. Ich habe das Libretto gelesen. Was hast du? Das Libretto. Ich komme gleich wieder. Ja, und fort ist sie. Die Diva macht sich wichtig. Moment, Nina, ich bin gleich wieder da. Xaver Wulsch. Bleib du hier. Na, was wollen Sie? Woher haben Sie diese Nummer? Cosa è successo? Was soll ich? Sind Sie ver... Ah! Oh, Scusi. Hallo? Haben Sie mich erschreckt? Ja, das tut mir leid, aber... Was laufen Sie mir nach? Wer sind Sie? Hallo? Finkbeiner, Landeskriminalamt. Oh, Polizia.
Ma perché? Noi dobbiamo insieme. Na, also, wir müssen uns unterhalten, Signora. Und worüber? Hallo. Teufel auch. Aber ich krieg dich noch, du Hexe. Was denn jetzt? Ja, Kind. Hallo, Mutter. Wie geht es dir? Ich hab jetzt keine Zeit. Singst du? Nein, ich singe nicht, Mutter, das weißt du doch. Du meldest dich gar nicht, Junge. Ich muss arbeiten. Ich ruf zurück. Wissen Sie, Signora, ich bewundere Sie seit langem. Ja, grazie. Sind Sie jetzt im Dienst? Prego. Im Dienst? Ich meine, Sie stellen mir nach. Komm und Pazzo und ein Fan. Also leider bin ich im Dienst. Aber ich gestehe, dass ich es diesmal besonders gern bin. Vor 3 Jahren habe ich Sie in Zürich gesehen. Glück, also einfach ein Glück. Überwältigend. Und nur um mir das zu sagen, stellen Sie mir nach? Verfolgen Sie mich? Naja, also bei der Geschäftsleitung sind Drohbriefe eingegangen. Ja, Morddrohungen. Gegen Sie. Wenn Sie die Blutoper singen, dann werden Sie sterben. Also wir nehmen die Sache sehr ernst. Ah, Schocchezza, Unsinn. Da will nur jemand... Al teatro, am Theater gibt es immer Neider. Ah, ja, Konkurrentin, Flair, Krieg. Konkurrentin? Yeah. Una voce piccola, piccola, die okay. Konnte nicht mal bis zur Hälfte durch die Oper. Aber wer könnte denn wollen, dass sie nicht singen? Wer soll das wollen? Niemand! Sie wissen von nichts. Haben keine Post bekommen. Ich kriege jeden Tag Post. Ja, ich meine jetzt solche mit Drohungen und No. Und dieser Anruf. So wichtig, dass Sie die Pressekonferenz verlassen. Oh, ich kriege so viele Anrufe, Signor Commissario. Eine Bühnenarbeiter, molto importante. Ma non l'ho capito, ich habe ihn nicht verstanden. Aber entschuldigen Sie jetzt einmal, Signora. Also, Sie laufen... Wegen eines Bühnenarbeiters davon? Ma, Signore, das ist un po' delicato, ein bisschen delikat, etwas Privates, Sie verstehen. Sie verstehe, Sie. Und was wollen Sie mir nicht sagen? Oh, Kommissario. Ja, ist schon gut, ist gut. Also, wenn Sie Hilfe brauchen, Signora, da kommen Sie auf mich zu. Keine Sorge, Kommissario, ich werde Sie nicht bemühen. Cantarò, ich werde singen und nicht diese Mauerblümchen-Krieg. Ich freue mich darauf. Aber zur Sicherheit werden wir einen Beamten abstellen, der... Tun Sie Ihre Pflicht, Kommissario. Ich tue meine. Era tutto? War das alles? Ja, soweit. Es hat mich sehr gefreut, einen musikverständigen Kommissario kennengelernt zu haben. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Entschuldigung. Mi scusi. Arrivederci. Oh, Xavo, warum läufst du der Zicke hinterher? Also bitte, Nina. Die ist eine von den bedeutendsten Sängerinnen der Gegenwart. Und verpatzt ihren Auftritt vor der Presse? Ja, das ist ein wichtiger Anruf, sagt sie. Was für ein Anruf? Eine Privatsache. Etwas delikat. Und was hat sie nicht rausgerückt? Natürlich nicht. Wir sollten einen Posten vor ihrer Garderobe stellen. Sei so lieb und kümmere dich drum. Klar, damit die schöne Opernwelt keinen Schaden nimmt. Ich höre mir doch den Rest von der Pressekonferenz an. Warum tust du eigentlich nicht, warum ich dich bitte? Hä? Ja, du solltest doch da bleiben, für alle Fälle. Nina? Sag mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Signora Bellamonte entschuldigen. Es tut mir leid, dass sie nicht rechtzeitig wieder hier sein konnte. Ich denke aber, dass sie gleich noch zu Einzelgesprächen zur Verfügung stehen wird.
nach einer kleinen Pause. Herr Lamotte, hebt Sie einen Augenblick. Bin gleich bei Ihnen. Ich will nur schnell nach unserer Sara Bellamonte schauen. Sagen wir in einer Viertelstunde? Mhm. Im Park? Beim Brunnen? Ist das nicht schön hier, Nina? Musik liegt in der Luft. Der Park duftet. Ist schön. Und diese wichtigen, merkwürdigen Leute. Ist dir schon aufgefallen, dass der Librettist Nikolaus Bellamonte Schmied heißt? Und die Hauptdarstellerin Sara Bellamonte? Natürlich. Die ist seine Frau. Und die Muse des Komponisten Habgold? Und das Objekt weiterer Begierden? Ja so, das weiß ich auch schon. Hier wird nicht nur gesungen, sondern vor allem getratscht. Wieso eigentlich Muse? Gibt es sowas heute nur? In der Oper lebt das 19. Jahrhundert fort. Hierarchisch und patriarchalisch. Und über allem thront die Königin der Nacht. Sara Bellamonte. Schlägt der Pfau dann nur ein Rad oder beißt er auch? Na, Schönheit hat auch ihre schrillen Töne. Herr Finkbeiner? Sie hat sich in Luft aufgelöst. Sara Bellamonte, meine ich. Wie? Sie ist weg. Ich kann sie nirgends finden. Ach, das kann nicht sein. Wir haben einen Posten vor ihrer Tür. So schnell geht's nicht, Xaver. Die Kollegen sind ja schon im Anmarsch. Himmel, Arsch und Zwirn! Unter ihrem Schminktisch lag dieser Zettel. Sangue vuol si e tu morai. Blut muss fließen und du wirst sterben. Ein Zitat. Renato schleudert das seiner Frau ins Gesicht im Maskenball. Als er glaubt, sie habe ihn betrogen, ja. Aber er tötet sie nicht. Xaver, ich entdecke immer neue Seiten an dir. Bildung bildet, Nina. Keiner der anderen Briefe war italienisch. Und das bedeutet? Noch nichts. Etwa vor unseren Augen gekidnappt? Ach, Unsinn. Mit Verlaub. Die Bellamonte hat so ihre Kapricen. Sie ist schon mal mitten aus den Proben verschwunden, wenn ihr was nicht passt oder ein Liebhaber ruft. Ja, so. Wenn es so ist, können wir ja heimgehen. Jedenfalls beruhigend, dass wir von vornherein eine Zweitbesetzung eingeplant haben. Ach, das nenne ich aber fix. Abgang Bellamonte, Auftritt Flörkrieg. Riechen die Drohbriefe eigentlich nach Pfälzer Leberwurst? Ich bitte Sie. Wendelin Krieg ist ein ehrenwerter Mann. Opernliebhaber und Förderer. Kann das sein, dass Sopranistin leichter zu ersetzen ist als ein Sponsor? Nina. Ja, wer ist denn da? Nicht schon wieder. Piccola Fior? Ich lasse Sie feststellen. Sie verfolgen mich. Aber ja, ma Fleur. Ich habe dich auf der Bühne gesehen, in Stuttgart. Miese Inszenierung. Ich habe dich in Bielefeld gehört, da warst du die Beste. Hören Sie, ich bin müde. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Und die Proben werden für dich noch anstrengender werden. Was reden Sie da? Du weißt es noch nicht, Fleur? Ma belle et charmante Fleur? Sie nerven. Was sollen diese Anrufe immer? Wer sind Sie überhaupt? Du weißt doch. Ich bin Radames, gefangen mit dir im ummauerten Verlies. Manrico im Kerker. Mario Cavaradossi in der Engelsburg. Tristan im Fieberwahn. Und du bist Aida und Leonora, Floria Tosca und Isolde, die Holde. Das reicht jetzt. Gute Nacht. Halt, leg nicht auf. Sara Bellamonte kann nicht singen. Du wirst es sein, auf der alle Augen ruhen. Was? Aber wieso? Sagen wir, die große Bellamonte ist verhindert. Keine Spur von ihr. Dieser Anruf auf der PK. Hast du schon die Liste von ihrer Handyverbindung? Kollegen sind dran. Und die Handschriftenvergleiche sind auch angeleiert. Also dann, abwarten und Tee trinken.
Super. Habt ihr gehört, die Bellamonte ist verschwunden. Gestern erst, sie hat halt, dass ihr Mann, ihr Nochmann, bei einer Schlampe war sie. Dass er furchtbar eifersüchtig war. Sie hat mit den Männern gespielt. Wie eine läufige Hündin. Er hat sie entführen lassen. Die Arme. Willkommen zu. Ich habe ein Alibi. Du bist verknallt in sie. Aufstellung bitte. Konzentration. Flöckling, bitte auf die Bühne. Hat sie es also doch geschafft? Sie steckt dahinter. Ihr Vater hat eine Wurst hervorgewetzt. Nichts wissen wir. Alles Vermutungen. Ruhe! Ich kann so nicht arbeiten. Wurstmesser. Unsere Liebe. Meine Liebe. Dein und mein. Deine Liebe. Welches Todesstreichen könnte je sie weichen? Da liegt sie gefesselt. Da liegt sie gefesselt. Die große Bellamonte. Die große Bellamonte. Die Lippen verschlossen. Die Lippen mit zugeklebtem Mund. Der Star kann nicht singen. Der Star kann nicht singen. Weißt du noch, wer ich bin? Weißt du noch, wer ich bin? Du kannst nicht jeden Bühnenarbeiter kennen, nein. Du kannst nicht jeden Bühnenarbeiter kennen, nein. Dein Stern leuchtet hell. Dein Stern leuchtet und hell. Und meiner ging nicht auf. Und meiner ging nicht auf. Meine erste große Rolle hast du mir verdorben. Meine erste große Rolle hast du mir verdorben. Du weißt es nicht mehr. Ach. Du weißt es nicht mehr. Prag. Don Giovanni. Ich wurde umbesetzt. Don Giovanni? Ich wurde umbesetzt. Weil du es verlangt hast. Weil du es verlangt hast. Und Leonore. Und Leonore. Meine geliebte Leonore. Meine geliebte Leonore. Du erinnerst dich. Du erinnerst dich? Schon deine Stimme. Es wird dich niemand hören. Das Räumchen ist völlig vergessen. Wenn du brav bist, nehme ich dir auf die Nacht die Fesseln ab. Eigentlich bräuchte ich was anderes als einen Kaffee. Nur zu. Hier haben Sie einen guten Topinambur. Schnaps? Um Gottes Willen. Also, wer hat jetzt die Bellamonte angerufen? Prepaid-Handy, tschechische Nummer. Genaue Identifizierung dauert aber noch. Und die Vergleiche von den Schriftproben? Hör mal, das sind 200 Leute. Und was für ein Bagage? Das ist die Obernina. Kreativ und chaotisch. Wie steht es mit den Alibis für nach der Pressekonferenz? Sag mal, kann ich mich teilen? Wir brauchen Verstärkung, Xaver. Ein paar Kollegen von der Heidelberger Krippe würden ja schon helfen. Ach, damit wir dann auch gleich die ganze Presse auf dem Hals haben. Nein, Nina. Ja, du glaubst doch selber nicht an Entführung. Und mich lässt die ganze Arbeit machen. Ich bin ja auch der Kriminaloberrat. Der gar nicht hier sein müsst. Du hast doch nur ich und Sache des LKA gerufen, damit du endlich mal nach Schwetzingen kommst. Verlau in die Oper. Also hätte ich Karten bekommen, dann hätte ich sie auch bezahlt. Da musst du dich halt früher kümmern. Also, wie stellst du dir das jetzt vor? Ich denke, wir sollten, also vielmehr du solltest, den Krieg mal auf die fettigen Wurstfinger klopfen. Ja, Mutter? Geht's dir gut? Ja. Sehr gut. Ich habe meinen Stern wiedergefunden, Mutter. Fleur, meine Blume. Nimmst du deine Medikamente? Brauche ich nicht. Was soll ich noch damit? Es geht mir gut. So gut wie nie.
Das ist ja alles sehr beeindruckend, Herr Krieg. Gell? Alles für mein Pelzerleberwascht. Obwohl mein Name ja gar nicht zur Pfalz gehört. Wir sind mehrfach ausgezeichnet worden dafür. Aber... Und bis 1778 war Mannem schließlich Residenzstadt der Kurpfalz, gell? Aber wenn die drüber auf der anderen Rheinseite das nicht so gern hören. Man hat sogar versucht, uns den Namen Pelzerleberwascht zu verbieten. Und hier also machen Sie Ihre Gänsen. Ja, guck es mal. Hier Schweinefleisch, Fettgewebereich, Bindegewebe, Maske, Majoran, Zwiebeln, Gewürz, kein Pökelsalz. Ne? Deshalb ist die Leberwascht grau und nicht braun. Und Leber gar keine? Naja, so um die 15%. Bei mir. Also doch recht viel, oder? Aber wie heißt es so schön bei uns? Weiberherz und Leberwascht bleiben ewig unerforscht. Und hier gäbe es dann die Schinkewascht, Bierschinke, Bierwascht, Liona und sehr zu empfehlen, unser Blutwascht. Dann nehmen wir es ruhig. Danke. Nett? Ach nein, danke. Bloß weil man Wascht herstellt, muss man die Berührung mit den schönen, den wertvollen Dingen des Lebens nicht meiden. Und deshalb fördern Sie die Oper? Ist das ein Verbrechen? Tja, die Kunst geht nach Brot oder Wurst. Ist doch nicht verwerflich. Haben Sie auch die Karriere Ihrer Tochter gefördert? Na klar. Sie hat von mir alle finanzielle Unterstützung bekommen, die sie gebraucht hat. Singen lernen ist teuer. Ist Ihre Tochter eigentlich für Schwetzing unter Vertrag genommen worden, bevor oder nachdem Sie den Sponsorvertrag unterzeichnet haben? Ach, komm schon. Das war nur eine Frage. Die Begabung von meiner Tochter steht außer Frage. Wobei ich, wie alle, hoffe, dass die wunderbare Belamonte bald und vor allem unversehrt wieder auftaucht. Am besten nach der Premiere, gell? Jetzt langt's aber! Wo waren Sie nach der Pressekonferenz gestern? Esse! Mit dem SWR-Direktor und dem Festspielleiter. Das glaube doch nicht, dass ich ruckzuck einfach mal Belamonte entführe. Also was ich glaube, spielt hier gar keine Rolle. Können Sie eigentlich Italienisch? Arrivederci. Heißt auf Deutsch, auf Wiedersehen. Bemüht sie sich nicht. Ich finde selber raus. Vielen Dank. SWR Festspiele Schwetzingen, Festivalbüro Schergau am Apparat. Guten Tag. Hallo? Hier ist Krieg. Wer nochmal? Krieg! Würde sie mich bitte zu meiner Tochter durchstellen? Krieg? Fleur Krieg, ja. Moment mal. Ja? Ich bin's. Nicht das Babino Caro, sondern Lamont. Nicht Rinuccio, sondern Jaromir. Jaromir? Ich kenne keinen Jaromir. Und ob du ihn kennst, Fleur, meine kleine Blume, mia carissima fiore. Sie sind das? Freust du dich? Ich könnte sofort die Polizei rufen. Warum denn, meine schöne Blume? Sie stellen mir nach. Aber wie klingt denn das? Aber Sie haben doch nichts mit Belamontes Verschwinden zu tun. Wäre eine Entführung denn nicht wunderbar für dich? Entführung? Die Polizei weiß nicht einmal, ob es überhaupt eine Entführung gegeben hat, sagt mein Vater. So, sagt er das. Vielleicht sagt er nicht alles, was er weiß. Was meinen Sie? Die Polizei geht zu deinem Vater, weil sie denkt, er habe etwas mit der Sache zu tun. Am Ende nimmt sie an, er will dir den Weg ganz frei räumen. Fehlt nur der Beweis. Vielleicht bin ich der Beweis. Sie? Dann haben Sie... Jaromir Gott zu Diensten. Was wollen Sie von mir? Ein bisschen dankbarer könntest du schon sein. Fleur, ma petite. Kommen Sie nicht näher. Was bilden Sie sich ein?
Ich will nur eins. Du sollst singen. Und sollst wissen, wem du das zu verdanken hast. Ich habe niemandem was zu verdanken. Schon gar nicht Ihnen. Fleur, Fleur, das ist die Chance. Ein jämmerlicher Zeitvertrag in Stuttgart und nur kleine Rollen. Dabei kannst du mehr. Viel mehr. Du bist besser. Viel besser als die Bellamonte. Bleiben Sie mir vom Leib. Weißt du eigentlich, wie ähnlich du der großen Leonora bist? Leonora? Janka? Wir haben zusammen gesungen. In Prag. Wir haben uns geliebt. Aber dann hat man nicht mich, sondern die Zweitbesetzung zur Premiere genommen. Sie sind Sänger? War ich. Bis Leo... meine Leonora... gestorben ist. Unfall hieß es. Ist sie nicht... in den Orchestergraben gestürzt. Furchtbar. Eine andere hätte es treffen sollen. Aber meine Leo, geliebte Leo, ein Unfall. Schrecklich. Du ähnelst ihr sehr, ma belle Fleur. Du gleichst ihr aufs Haar. Nur, du singst noch viel, viel schöner. Ich singe nicht. Nicht unter diesen Umständen. Doch. Das wirst du. Du wirst deine Chance nutzen. Du wirst glücklich sein. Und ich mit dir. Nicht auf Sarah Bellamontes Kosten. Nein. Was zählt die schon? Was hat für Corelli gezählt, als Domingo für ihn eingesprungen ist? Aber sie ist... Sie ist gar nichts. Wenn... du deinen Erfolg gehabt hast, Fleur, ma belle, dann wird sich keiner mehr für sie interessieren. Dann wird nur noch die Rede sein von dir. Von dir. Verschwinden Sie. Sofort. Bitte Szene 2, Takt 20. Blut ist das Wasser. Kein Vergleich mit der Bellamonte. Kein Vergleich. Dieses Blümchen. Wie war's bei Krieg? Elend. Grässlicher Geruch. Mir ist noch ganz übel davor. Überall Würste und Blut und Blutwurst am Ende, die soll die auch nur probieren. Hat er seine Finger drin? In der Wurst mit Sicherheit. Ruhe bitte. Der sonnt sich in seiner Ehrbarkeit und er glaubt ans Geld. Irgendwie traue ich dem Entführer nicht zu, dass er vielleicht die Bellamonte besticht schon aber. Meine wie die Bellamonte braucht kein Geld, Nina. Die will singen. Ruhe! Nein, das brauchst du nicht, Mutter. Ich hab's im Griff. Ich liebe sie. Ich werde sie gewinnen, hörst du? Sie ist meine Rettung. Seit ich sie kenne, brauche ich nichts anderes mehr. Katastrophe. Ja, wenn Bände von der Liebe reden, bewundern sie eine Frau. Und schlagen sie in Fesseln, sein soll sie sein. Für immer sein, gefangen mit der Liebe. Ihr wollt es doch so. Es schmeichelt euch. Ach, geh mir fort. Na also, du hast mit den Proben weitergemacht, ich wusste es. Sie müssen sie freilassen. Sie haben mir doch nichts getan. Hältst du mich für einen Mörder? Denk sowas nicht, Mabel. Es geht um dich, um uns. Um uns? Um uns. Meine Fleur. Wahnsinn.
Sie sind... Du bist mein Augenstern, meine Rettung. Ach, was? Ich bin gar nichts. Ich bin eine durchschnittliche Sängerin. Das ist nicht wahr. Doch. Ich bin nicht gut. Die Bellamonte, ja, die ist es. Die hat Klasse. Red dir das nicht ein. Was ich habe, das ist ein Vater mit Geld und Ehrgeiz. Ich werde ihn enttäuschen. Könnte er diese Groteske inszenieren? Fleur, so ist es nicht. Wie denn? Es ist keine Groteske. Es ist die Wirklichkeit. Ich liebe dich. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Sie? Sag das nicht. Sie sind verrückt. Ich bin nicht verrückt. Sag das nie wieder. Sie schlagen mich. Damit wollen Sie mich gewinnen. Sie verdammter Idiot. Hauen Sie ab mit Ihrem bescheuerten Liebesdienst. Ich will ihn nicht. Raus! Raus! Lamotte, sind Sie sicher, dass Fleur Krieg die Nerven dazu hat? Steht sie den Premierendruck unter diesen Umständen durch? Aber sicher, Herr Direktor. Und der Regisseur auch. So eine Gelegenheit bekommt die kleine Krieg doch nie wieder. Wo steckt sie nur, diese Bellamonte? Wenn sie ihren Auftritt schmeißt, erweist sich unsere kleine Gefälligkeit dem Metzger gegenüber doch noch als Segen. Mir ist bei der Sache ganz unwohl. Wenn es keine Eskapade von Bellamonte ist, wenn ihr tatsächlich etwas zugestoßen ist, diese Drohbriefe. Wir kennen doch unsere Diva. Die wird schon wieder auftauchen. Früher oder später. Na, ihr Wort in Gottes Gehörgang, Lamotte. Xaver, wäre es nicht langsam an der Zeit, das ganze Theater hier abzublasen? Und dann sollen wir die Suchhunde durchs Schloss jagen? Wäre einmal eine Idee. Nina. Ist doch wahr. Ich habe heute übrigens rausbekommen, dass die Pressemotte auch für die Pfälzer Leberwurst arbeitet. Was arbeitet sie denn? Er hat für Krieg PR-Kampagnen organisiert. Ja, so. Aiuto! Hilfe! Rein! So! Sonst klebe ich dir den Mund sofort wieder zu. Was haben Sie vor? Du kannst gehen. Was? Verschwinde, los, geh! Ma Perke, warum haben Sie mich eingesperrt? Sie verdammt das! Pass auf, was du sagst. Vaffanculo, faccia di merda! Noch ein Wort und ich überleg's mir anders. So kommen Sie nicht davon. Parlerò col commissario! Ja, mach das. Aber sag ihm gleich, wer dich hat einsperren lassen. Komme! Für Hauptrollen eigne ich mich nicht, das weißt du doch. Ich bin nur der Gehilfe. Wie immer. Subito! Wer hat sie? Wer wohl? Wer hat das Geld? Oh, cosa vuol dire? Und das Interesse. Wer? Tja, wer wohl? Fleur Krieg? Ihr Vater? Sacco di Lardo? Oh, maledetta puttana! Dieses verfluchte Miststück! Ah, Herr Finkbeiner. Schon eine heiße Spur. Wussten Sie, dass Fleur Krieg nur einen kleinen Zeitvertrag in Stuttgart hat? Jeder fängt mal klein an. Sie hat Talent, ist jung, sieht blendend aus. Man könnte sich glatt in sie vergucken. Sie bleiben übrigens erstaunlich gelassen, Herr Lamotte. 2 Tage vor der Premiere. Ist Ihnen die hübsche Krieg am Ende lieber? Mir sind alle gleich lieb. Ja, so? Selbst wenn es das mit dem Talent nicht so ganz hinhaut. Für die künstlerischen Entscheidungen bin ich nicht zuständig.
Ich muss sie nur verkaufen. Und was sie verkaufen müssen, ist ihnen wurscht. Bitte? Großes Theater oder Pfälzer Leber wurscht? Das sind zwei komplett getrennte Baustellen. Warum frage ich mich denn nur, ob es da nicht doch eine Verbindung gibt zwischen Theater und Leiberwurst? Herr Lamotte. Etwas ist passiert. Etwas Furchtbares ist geschehen, eine Entführung. Oder gar ein Mord. Ach, Sarah. Oder gar ein Du dumme Pute. Hilfe! Oh, Polizei! Polizei! Frau Brenzle, Frau Brenzle! Kommen Sie! Eine Tote! Da liegt eine Tote! Kommen Sie! Was? Kommen Sie schnell! Wo? Sie ist tot! Überall Blut! Blut! Wo denn, verdammt? Im Orchestergraben! Krieg? Ich begreif das nicht. Wahrscheinlich Genickbruch, sagt der Theaterarzt. Der Orchestergraben ist tief. Das Blut kommt aus einer großen Platzwunde am Hinterkopf. Ein Unfall? Was meinst du, Nina? Bin ich der Rechtsmediziner. Aber jetzt halte ich fest, Sarah. Die Bellamonte ist wieder da, sitzt in ihrer Garderobe. Etwa? Ja. Ist allerdings ziemlich durch den Wind. Jetzt läuft aber gerade alles ganz und gar verkehrt. Ja, das ist die Oper, kreativ und chaotisch. Ganz großes Theater. Und wir spielen hier das Kasperle. Boah, non mi disturba, stören Sie mich nicht. Sie sehen doch, dass... Signora, es geht leider nicht anders. Wir müssen wissen, wo Sie die letzten 36 Stunden waren. Ich bitte Sie... Das geht Sie nichts an. Und ob uns das was angeht? Erst die Drohbriefe, dann verschwinden Sie spurlos und jetzt liegt Fleur Krieg tot im Orchestergraben. Ich kann dazu nichts sagen. Ihr und unser Niente. Hören Sie, mir können Sie in die Mangel nehmen. Und ich bin mit Sicherheit nicht so rücksichtsvoll wie der Kommissario. Ich rede hier von dringendem Tatverdacht. Ihre Erzrivalin ist tot und Sie wollen nicht sagen, wo sie waren? Ich verlange meinen Avocado. Meinen Anwalt. Selbstverständlich, Signora, kriegen Sie Ihren... Nina, kommst du mal. Aber was soll denn das? Ich lass mich doch nicht verarschen. Nina, es ist ihr gutes Recht. Sie muss nichts sagen. Schon gar nicht als Tatverdächtige, das weißt du. Xaver, hat die dich verhext oder was? Schau sie dir doch an. Die verschweigt uns was. Was du nicht sagst. Die ist hochverdächtig. Und wenn, sie läuft uns nicht weg. Ey, die läuft andauernd weg, wenn man dieser Pressemotte glauben darf. Wir sollten sie nicht unter Druck setzen. Lass ihr Zeit, sich zu besinnen, Nina. Xaver, du willst die schonen? Also, du willst, dass die singt. Am Morgen wird dann Premiere. Ich glaub's ja nicht. Ja, doch, schau drum. Warum sollte die Uraufführung ausfallen, wenn Frau Bellamonte disponiert ist? Ja, aber... Sie ist aber, schließlich unsere Originalbesetzung. Ja. Und sie ist nicht verhaftet. So leid es mir tut, der Krieg, so unsagbar leid. Aber bitte, wir müssen... Meine Tochter ist tot! Sie liegt in der Gerichtsmedizin auf dem Tisch und Sie wollen spielen? Ich verstehe Sie voll und ganz, Herr Krieg. Voll und ganz. Wir alle teilen Ihren Schmerz. Aber sehen Sie, Herr Krieg, Ihre Tochter. Sie hat für die Oper gelebt. Sie würde sicher wollen, dass die Uraufführung morgen Abend stattfindet. Vielleicht Annette. Hätte ich sie doch nie daher gebracht. Sarah Bellamonte, bitte auf die Bühne. Nun ist also Premiere. Grazie, Bella mille, grazie. Toi, 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 Sarah. Danke. Du bist die Beste. Du schaffst es. Gut, dass du wieder da bist. Grazie.
Grazie a lei, grazie a voi. Toi, toi, toi. Danke vielmals, danke schön. Nina. Was sagt die Gerichtsmedizin? Das willst du gar nicht wissen. Kein Unfall. Die Abschürfungen am Bein stammen von der Bühnenkante. Die Prellungen an der Rippen wohl auch. Also Unfall. Die Fasern unter Fleurs Fingernägeln werden noch analysiert. Ach, du machst mich fertig. Also ehrlich gesagt, aber warum sollte Fleur einfach so in Orchestergraben fallen? Sie war nicht die Erste, die einfach so... Da gab es mal eine, Leonora Janka, Prag, vor 5 oder 6 Jahren. Allerdings unter seltsamen Umständen. Wo die Bellamonte war, wissen wir immer noch nicht. Wir werden es herausfinden, später. Ich mache 3 Kreuze, wenn wir hier durch sind. Farce ist das hier. Eine Oper. Jetzt ist erstmal Premiere. Er soll einen guten Platz. Kriegst du in deinem ganzen Leben nicht mehr. Herr Finkbeiner? Ah, Herr Lamotte. Ich habe eben einen merkwürdigen Anruf bekommen. Ja, so? Die Mutter eines unserer Bühnenarbeiter. Er hat wohl psychische Probleme. Die Mutter macht sich Sorgen, dass er seine Medikamente nicht nimmt. Er hat ihr gesagt, er bräuchte sie nicht mehr wegen einer Fleur. Wer ist der Mann? Jaromir Gott, Bühnenarbeiter, wie schon gesagt. Den zeigen Sie mir nach der Aufführung. In Ordnung, ich sitze da oben. Bei den Machern natürlich. Was wollte die Pressemodell? Wir sollten uns noch um einen gewissen Gott kümmern. Jaromir Gott. Und dann bin ich weg. Es geht los. Nein, nicht, Herr Hedwig. Das ist also wirklich schon arg modern. Wo kommt er jetzt her mit der Pistole? Ohne Kostüm? Und jetzt liegt sie da? Wie tot. Ach, kein Piepser mehr. Also, ich mag den Zigeunerbaron lieber. Ja, ich auch. Ach, Dovizona, wo bin ich? Auf der Hinterbühne, Signora. Cosa successo? Was ist passiert? Ah, meine Schulter. Bleiben Sie ganz ruhig. Der Arzt ist gleich da. Oh, subito questo dolore. Plötzlich dieser Schmerz im Arm und dann war alles schwarz. Nicht sprechen. Jemand hat auf Sie geschossen. Komme. Ist nur ein Streifschuss. Oh, Dio. Oh, mein Gott. Gott. Era lui. Das war er. Wer? Come quel giorno. Wie damals in Prag. Leonora. Ich sollte sterben, aber dann seine geliebte Leonora. Was meint sie? Nicht sprechen. Oh, mi aiuti. Helfen Sie mir, Kommissario. Er wird es wieder versuchen. Er will mich töten. Wer, verdammt? Jaromir. Lui crede che... Er denkt. Ma io non ho fatto niente. Ich habe nichts gemacht. Sie ist gefallen. Einfach gefallen. Fleur Krieg? Ich habe sie nicht gestoßen. Das müssen Sie mir glauben, Kommissario. Ja, ja. Io non ho fatto niente. Los, Xaver, komm! Schnell! Ja. Mein Gott. In den Mund geschossen. Die Blutober hat sich ihren Namen redlich verdient. Nina.
Der Abschiedsbrief ist eindeutig. Er hat die Bellamonte entführt, damit die Fleur die Hauptrolle singen kann. Und dann hat er sie wieder freigelassen, damit er der Fleur die Chance wieder nimmt. Er wollte die bestrafen. Weil sie ihn für verrückt hielt? Nein, weil sie ihn zurückgewiesen hat. Hier, ich liebte sie und lieb sie noch. Sie sollte leben und nicht sterben. An allem ist die Bellamonte schuld. Sie muss bezahlen. Und dann ist er auf die Bühne gestürzt. Ja, Liebeswahn. Und die Bellamonte hat die andere trotzdem geschubst. Sie schwört, dass sie Fleur nicht angerührt hat. Die Faserspuren unter Fleurs Fingernägeln stammen von ihr. Fleur hat sich gewehrt. Ach so. Und der Tod dieser Leonora... Bianca. Geht womöglich auch auf Bellamontes Konto. Das dürfte heute schwer nachzuweisen sein. Kann das sein, dass du den grünen Star hast, und zwar auf beiden Polizeiaugen? Wie kommst jetzt du da drauf? Weil sie so schön singt, du? Finde ich übrigens gar nicht. Blutoper. Kriminalhörspiel von Christine Lehmann und Alfred Marquardt. Nach einer Idee von Eberhard Stett. Xaver Finkbeiner, Urli Jeggi. Lina Brändle, Caroline Eichhorn. Sarah Bellamonte, Stefanie Kellner. Lamotte, Wolfgang Pregler. Krieg, Gerhard Fehn. Fleur Krieg, Franziska Bayer. Jaromir, Jens Wawritschek. Hörfunkdirektor Bernhard Herrmann. Sowie Eva Biermann, Tobias Graupner, Gertraud Heise, Peter Keitzer, Bernhard Leute, Sebastian Miro, Bodo Primus und Andreas Helgi Schmidt. Es sangen vom SWR-Vokalensemble Stuttgart Kirsten Drope, Rüdiger Linn, Philipp Niederberger und Ute Wille. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Karin Bötzer. Dramaturgie Eckehard Skorupa. Redaktion Uta Maria Heim. Komposition Peter Keitzer. Regie Marc Ginsler. Produktion Südwestrundfunk 2011 für den ARD-Radio-Tatort. SWR 2. Der ARD-Radio-Tatort. Die Premiere findet statt, wir proben. Uns sagt man doch nichts. Mir fehlt man was. Oh,
Blutoper. Kriminalhörspiel von Christine Lehmann und Alfred Marquardt. Ja. Fleur, mein Blümchen. Sie schon wieder? Ich finde es nicht mehr lustig, dass Sie mich anrufen, wenn Sie mir Ihren Namen nicht verraten. Da ein stiller Kammer krank ich lag, mit dem Schwerte stumm. Sie vor mir stund, schwieg da ihr Mund. Sie sind nicht Tristan und ich bin nicht Isolde. Und Don José, der verliebte Baske? Der Carmen ersticht. Die schöne Carmen. Wenn Sie glauben, das schmeichelt mir, dann irren Sie sich. Schaburata. Das ist also das Rokoko-Theater. Schön. Sehr schön. Ja, die Oper. Das Kraftwerk der Gefühle. Wollte ich immer schon mal sehen, dieses Theater. Aber man bekommt ja nie Karten. Sie gehen in die Oper? Musik befreit den Kopf. Bin da schon auf die tollsten Lösungen gekommen. Und in der Oper geht's ja meist auch um Verbrechen. Brandstiftung in der Walküre, Aida, Landesverrat, Don Giovanni, Mord. Mit Mozart gegen Mord. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Profiler sind auf ihre Art auch Künstler. Gell, Herr Kriminaloberrat? Bedauerlicherweise gehört Mord nicht zu den schönen Künsten. Warum haben Sie sich wegen der Drohbriefe nicht sofort an die Polizei gewandt? Das nimmt man doch nicht gleich so ernst. Ja, so? Ich bin hier der PR-Manager. Das hätte der Festivalleiter entscheiden müssen. Und der war gerade unterwegs. Aber dann ist es dem Festivalleiter zu heikel geworden. Wenn Sie mich fragen, das ist alles nur ein Scherz. Am Theater gibt es die verrücktesten Sachen. Weiß noch jemand von den Drohungen? Naja, im Theater spricht sich manches rum. Ja, so. Ha, hallo, hallo. Oh, was ist denn das? Eine Kanonenkugel? Gehört das so? Ein Regieeinfall. Aber fragen Sie mich nicht. Und in den Orchestergraben sollte sie nicht fallen. Ja, sind diese Morddrohungen vielleicht auch nur ein Regieeinfall? Von der Presseabteilung? Damit da normale Menschen wie ich noch schwerer an Karten kommen. Herr Lalotte, zur Pressekonferenz in die Zirkelsäle, bitte. Die Presse weiß nichts von den Briefen. Aber unser Inspizient ruft. Wir sollten, Herr Finkbeiner. Wo bleibt denn Ihre Kollegin, Frau Brändle? Ja, die nimmt bestimmt schon von den Häppchen. Die gibt's doch immer auf ihrer PK, oder? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz vor den diesjährigen SWR-Festspielen in Schloss Schwetzingen. Und gleich das Wort übergeben an Hörfunkdirektor Bernhard Herrmann. Bitte, Herr Direktor. Vielen Dank, Herr Lamotte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Jahr finden unsere Schwetzinger SWR-Festspiele bereits zum 59. Mal statt. Eine Kontinuität, auf die wir im Sender und auf die die Musikwelt ganz stolz sein können. In den vergangenen 6 Jahrzehnten haben sich unsere Schwetzinger SWR-Festspiele immerhin zum größten Radiofestival weltweit entwickelt. Wir präsentieren Ihnen also auch in diesem Jahr eine zeitgenössische Oper und wir sind besonders stolz, dass wir dafür eine der größten Stimmen unseres Jahrhunderts gewinnen konnten, Signora Sara Belamonte. Herzlich willkommen, Frau Belamonte. Grazie tante, Signor Hermann. Direttore, danke. Danke vielmals. Mille grazie. Frau Belamonte singt zum ersten Mal in einer zeitgenössischen Oper. Dazu wird sie Ihnen dann gleich selbst noch einiges sagen. Wo Mozart, Gluck und Voltaire schon zu Gast waren, hier in diesem wunderbaren Rokoko-Theater des Kurfürsten Karl Theodor, fügen wir der Reihe bedeutender Premieren also eine weitere hinzu. Ein Werk in diesem Jahr von Johann Wolfgang Habgold mit dem Titel Blutoper. Entschuldigung, darf man da schon eine Frage stellen, bitte? Ja, bitte, Herr... Tachlinski, Mannheimer Tagblatt.
Sanks, warum verpflichten Sie eigentlich eine Zweitbesetzung für die Frau Bellamonte? Nun, das ist eigentlich ganz... Vielleicht könnte der Herr Wendelin Krieg antworten. Ich sehe ihn dort hinten sitzen. Ne? Ich bitte Sie, Ihre Fragen doch erst ans Podium. Herr Krieg, Sie sind uns ja bestens bekannt als Mannheimer Wurstfabrikant und Metzgerfilialist. Dass Sie jetzt aber auch Opernliebhaber sind, das wussten wir ja bislang noch nicht. Na, das wird doch einem Metzger nicht verboten sein. Einem, der mit guter Arbeit sein Geld verdient. Und gut erwascht übrigens. Ja, Sie sind ja der neue Hauptsponsor von den Festspielen. Und Ihre Tochter Fleur, die sitzt ja da neben Ihnen. Ja, natürlich. Guten Tag. Ist ja als B-Besetzung für die Hauptrolle vorgesehen. Hat da das Geld nicht gereicht für die Erstbesetzung, oder? Wenn Sie besser recherchiert hätten, junger Mann, dann täte Sie wissen, dass meine Tochter ein Engagement an der Stuttgarter Staatsoper hat. Qualität setzt sich durch. Beim Journalismus bin ich mir doch nicht so sicher. Also bitte. Qualität? Gewollt Ihre Qualität, dass eine Coverstimme mich ersetzen sollte. Das ist der... Komm, Sie, Dice, das ist der lächerlich... Signora Bellamonte, beruhigen Sie sich. Meine Damen und Herren, das ist nichts Ungewöhnliches. Bei vielen großen Aufführungen gibt es Zweitbesetzungen... Sie, so ist es. Ma io non voglio parlare über diese Zweitbesetzung. Non voglio. Ersparen Sie mir das. Sie haben doch selbst als Zweitbesetzung angefangen. Sehr richtig, Carissima. Aber ich war die Beste. Era stupenda. Betonung auf wahr. Oh, Vater, ich bitte Sie. Porca miseria. Bitte, meine Damen. Scusi, direttore. Herr Hermann? Ja, wir sind alle ein bisschen aufgeregt, denke ich. Also in 4 Tagen dann, am 29. April, ist es soweit. Wir dürfen sehr gespannt sein auf einen außerordentlichen Opernabend als Auftakt der diesjährigen Schwetzinger SWR-Festspiele. Johann Wolfgang Habgolds Komposition verlässt übrigens das 12-Ton-System zugunsten von Mikrointervallik und Panchromatik mit speziellen Obertonreihen. Was ist denn Mikrointervallik, Saber? Wenn man die Töne minimal verschiebt. Und weniger als Vierteltonschritte. Woher weißt du denn? Das hörst sogar du. Oh, danke. Eine Vampirgeschichte? Ist ja geil. Nein, Nina. Ein Chor der Ermordeten, der die Schuld der Lebenden anbahnt. Ich habe das Libretto gelesen. Was hast du? Das Libretto. Oh, Moment. Ich komme gleich wieder. Ja, und fort ist sie. Die Diva macht sich wichtig. Moment, Nina, ich bin gleich wieder da. Xaver Wulsch. Bleib du hier. Was wollen Sie? Woher haben Sie diese Nummer? Cosa è successo? Was soll ich? Sind Sie ver... Scusi. Hallo? Haben Sie mich erschreckt? Ja, das tut mir leid, aber... Was laufen Sie mir nach? Wer sind Sie? Hallo? Finkbeiner, Landeskriminalamt. Oh, Polizia? Ma perché... Noi dobbiamo... Hallo? Insieme. Na, also wir müssen uns unterhalten, Signora. Und worüber? Hallo? Teufelauch. Aber ich krieg dich noch, du Hexe. Was denn jetzt? Ja, Kind. Hallo, Mutter. Wie geht es dir? Ich hab jetzt keine Zeit. Singst du? Nein, ich singe nicht, Mutter, das weißt du doch. Du meldest dich gar nicht, Junge. Ich muss arbeiten. Ich ruf zurück. Wissen Sie, Signora, ich bewundere Sie seit langem. Ja, grazie. Sind Sie jetzt im Dienst? Prego. Im Dienst? Ich meine, Sie stellen mir nach. Komm und Pazzo und ein Fan. Also leider bin ich im Dienst. Aber ich gestehe, dass ich es diesmal besonders gern bin. Vor 3 Jahren habe ich Sie in Zürich gesehen. Glück. Also, einfach ein Glück, überwältigend. Und nur um mir das zu sagen, stellen Sie mir nach, verfolgen Sie mich? Ja, also bei der Geschäftsleitung sind Drohbriefe eingegangen. Ma,
Ja, Morddrohungen gegen Sie. Wenn Sie die Blutoper singen, dann werden Sie sterben. Also, wir nehmen die Sache sehr ernst. Ah, Schocchezza, Unsinn. Da will nur jemand... Al teatro, am Theater gibt es immer Neider. Ja, ja, Konkurrentin. Fleur, Krieg. Konkurrentin? Ja. Una voce piccola, piccola, die konnte nicht mal bis zur Hälfte durch die Oper. Ja. Aber wer könnte denn wollen, dass sie nicht singen? Wer soll das wollen? Niemand! Sie wissen von nichts. Haben keine Post bekommen. Ich kriege jeden Tag Post. Ja, ja, ich meine jetzt solche mit Drohungen und No. Und dieser Anruf, so wichtig, dass Sie die Pressekonferenz verlassen. Oh, ich kriege so viele Anrufe, Signor Commissario. Eine Bühnenarbeiter, molto importante. Ma non l'ho capito, ich habe ihn nicht verstanden. Aber entschuldigen Sie jetzt einmal, Signora. Also, Sie laufen... Wegen eines Bühnenarbeiters davon? Ma, Signore, das ist un po' delicato, ein bisschen delikat, etwas Privates, Sie verstehen. Sie verstehe, Sie. Und was wollen Sie mir nicht sagen? Oh, Kommissario. Ja, ist schon gut, ist gut. Also, wenn Sie Hilfe brauchen, Signora, dann kommen Sie auf mich zu. Keine Sorge, Kommissario, ich werde Sie nicht bemühen. Cantarò, ich werde singen und nicht diese Mauerblümchen-Krieg. Ich freue mich darauf. Aber zur Sicherheit werden wir einen Beamten abstellen, der... Tun Sie Ihre Pflicht, Kommissario. Ich tue meine. Era tutto? War das alles? Ja, soweit. Es hat mich sehr gefreut, einen musikverständigen Kommissario kennengelernt zu haben. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Entschuldigung. Mi scusi. Arrivederci. Oh, Xaver, warum leuchten du der Zicke hinterher? Also bitte, Nina. Die ist eine von den bedeutendsten Sängerinnen der Gegenwart. Und verpatzt ihren Auftritt vor der Presse? Ja, das ist ein wichtiger Anruf, sagt sie. Was für ein Anruf? Eine Privatsache. Etwas delikat. Und was hat sie nicht rausgerückt? Natürlich nicht. Wir sollten einen Posten vor ihr Garderobe stellen. Sei so lieb und kümmere dich drum. Klar, damit die schöne Opernwelt keinen Schaden nimmt. Ich höre mir doch den Rest von der Pressekonferenz an. Warum tust du eigentlich nicht, warum ich dich bitte? Hä? Ja, du solltest doch da bleiben, für alle Fälle, Nina. Sag mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Signora Bellamonte entschuldigen. Es tut mir leid, dass sie nicht rechtzeitig wieder hier sein konnte. Ich denke aber, dass sie gleich noch zu Einzelgesprächen zur Verfügung stehen wird. Nach einer kleinen Pause. Herr Lamotte? Gibt sie einen Augenblick? Bin gleich bei Ihnen. Ich will nur schnell nach unserer Sara Bellamonte schauen. Sagen wir in einer Viertelstunde? Mhm. Im Park? Beim Brunnen? Ist das nicht schön hier, Nina? Musik liegt in der Luft. Der Park duftet. Und diese wichtigen, merkwürdigen Leute. Ist dir schon aufgefallen, dass der Librettist Nikolaus Bellamonte Schmied heißt? Und die Hauptdarstellerin Sara Bellamonte? Natürlich. Sie ist seine Frau. Und die Muse des Komponisten Habgold? Und das Objekt weiterer Begierden? Ja so, das weiß ich auch schon. Hier wird nicht nur gesungen, sondern vor allem getratscht. Wieso eigentlich Muse? Gibt's sowas heute nur? In der Oper lebt das 19. Jahrhundert fort. Hierarchisch und patriarchalisch. Und über allem thront die Königin der Nacht. Sara Bellamonte. Schlägt der Pfau dann nur ein Rad oder beißt er auch? Na, Schönheit hat auch ihre schrillen Töne. Herr Finkbeiner? Sie hat sich in Luft aufgelöst. Sara Bellamonte, meine ich. Wie? Sie ist weg. Ich kann sie nirgends finden. Ach, das kann nicht sein. Wir haben einen Posten vor ihre Tür. So schnell geht's nicht, Xaver. Die Kollegen sind ja schon im Anmarsch. Himmel, Arsch und Zwirn! Unter ihrem Schminktisch lag dieser Zettel. Sangre
Wolsi, hey du Morai. Blut muss fließen und du wirst sterben. Ein Zitat. Renato schleudert das seiner Frau ins Gesicht im Maskenball. Als er glaubt, sie habe ihn betrogen, ja. Aber er tötet sie nicht. Aber ich entdecke immer neue Seiten an dir. Bildung bildet, Nina. Keiner der anderen Briefe war italienisch. Und das bedeutet? Noch nichts. Etwa vor unseren Augen gekidnappt? Ach, Unsinn. Mit Verlaub. Die Bellamonte hat so ihre Kapricen. Sie ist schon mal mitten aus den Proben verschwunden, wenn ihr was nicht passt oder ein Liebhaber ruft. Ach so. Ja, wenn's so ist, können wir ja heimgehen. Jedenfalls beruhigend, dass wir von vornherein eine Zweitbesetzung eingeplant haben. Ach, das nenne ich aber fix. Abgang Bellamonte, Auftritt Flörkrieg. Riechen die Drohbriefe eigentlich nach Pfälzer Leberwurst? Ich bitte Sie. Wendelin Krieg ist ein ehrenwerter Mann. Opernliebhaber und Förderer. Kann das sein, dass Sopranistin leichter zu ersetzen ist als ein Sponsor? Nina. Ja, wer ist denn da? Nicht schon wieder. Piccola Fior? Ich lasse Sie feststellen. Sie verfolgen mich. Aber ja, ma Fleur. Ich habe dich auf der Bühne gesehen, in Stuttgart. Miese Inszenierung. Ich habe dich in Bielefeld gehört, da warst du die Beste. Hören Sie, ich bin müde. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Und die Proben werden für dich noch anstrengender werden. Was reden Sie da? Du weißt es noch nicht, Fleur? Ma belle et charmante, Fleur? Sie nerven. Was sollen diese Anrufe immer? Wer sind sie überhaupt? Du weißt doch. Ich bin Radames, gefangen mit dir im ummauerten Verlies. Manrico im Kerker. Mario Cavaradossi in der Engelsburg. Tristan im Fieberwahn. Und du bist Aida und Leonora, Floria Tosca und Isolde, die Holde. Das reicht jetzt. Gute Nacht. Halt, leg nicht auf. Sarah Bellamonte kann nicht singen. Du wirst es sein, auf der alle Augen ruhen. Was? Aber wieso? Sagen wir, die große Bellamonte ist verhindert. Keine Spur von ihr. Dieser Anruf auf der PK. Hast du schon die Liste von ihrer Handyverbindung? Kollegen sind dran. Und die Handschriftenvergleiche sind auch angeleiert. Also dann. Abwarten und Tee trinken. Super. Ist verschwunden. Gestern erst, sie hat Zeit. Lass ihr Mann, ihr doch Mann. Eine Schlampe war sie. Dass er furchtbar eifersüchtig war. Sie hat mit den Männern gespielt. Wie eine läufige Hündin. Der hat sie entführen lassen. Die Arme. Willkommen zu. Ich habe ein Alibi. Du bist verknallt in sie. Aufstellung, bitte. Konzentration. Flörkrieg, bitte auf die Bühne. Sie ist also doch geschafft. Sie steckt dahinter. Ihr Vater hat eine Wurst gewetzt. Nichts wissen wir. Alles Vermutungen. Ruhe! Ich kann so nicht arbeiten. Wurstmesser. Unsere Liebe. Meine Liebe. Dein und mein, deine Liebe? Welches Todesstreichen könnte je sie weichen? Da liegt sie gefesselt. Da liegt sie gefesselt. Die große Bellamonte. Die große Bellamonte. Die Lippen verschlossen. Mit zugeklebtem Mund.
Der Star kann nicht singen. Der Star kann nicht singen. Weißt du noch, wer ich bin? Weißt du noch, wer ich bin? Du kannst nicht jeden Bühnenarbeiter kennen, nein. Du kannst nicht jeden Bühnenarbeiter kennen, nein. Dein Stern leuchtet hell. Dein Stern leuchtet hell. Und meiner ging nicht auf. Und meiner ging nicht auf. Meine erste große Rolle hast du mir verdorben. Meine erste große Rolle hast du mir verdorben. Du weißt es nicht mehr. Prag. Du weißt es nicht mehr. Prag. Don Giovanni. Ich wurde umbesetzt. Don Giovanni? Ich wurde umbesetzt. Weil du es verlangt hast. Weil du es verlangt hast. Und Leonore. Und Leonore. Meine geliebte Leonore. Meine geliebte Leonore. Du erinnerst dich. Du erinnerst dich? Schon deine Stimme. Es wird dich niemand hören. Das Räumchen ist völlig vergessen. Wenn du brav bist, nehme ich dir auf die Nacht die Fesseln ab. Eigentlich bräuchte ich was anderes als einen Kaffee. Nur zu. Hier haben Sie einen guten Topinambur. Schnaps? Um Gottes Willen. Also, wer hat jetzt die Belamonte angerufen? Prepaid-Handy, tschechische Nummer. Genaue Identifizierung dauert aber noch. Und die Vergleiche von den Schriftproben? Hör mal, das sind 200 Leute. Und was für ein Bagage? Das ist die Obernina. Kreativ und chaotisch. Wie steht es mit den Alibis für nach der Pressekonferenz? Man kann ich mich teilen? Wir brauchen Verstärkung, Xaver. Ein paar Kollegen von der Heidelberger Krippe würden ja schon helfen. Ach, damit wir dann auch gleich die ganze Presse auf dem Hals haben. Nein, Nina. Du glaubst doch selber nicht an Entführung. Und mich lässt die ganze Arbeit machen. Ich bin ja auch der Kriminaloberrat. Der gar nicht hier sein müsste. Du hast doch nur ich und Sache des LKA gerufen, damit du endlich mal nach Schwetzingen kommst. Verlau in die Oper. Also hätte ich Karten bekommen, dann hätte ich sie auch bezahlt. Man muss dich halt früher kümmern. Also, wie stellst du dir das jetzt vor? Also, ich denke, wir sollten, also vielmehr du solltest, dem Krieg mal auf die fettigen Wurstfinger klopfen. Ja, Mutter? Geht's dir gut? Ja. Sehr gut. Ich habe meinen Stern wiedergefunden, Mutter. Fleur, meine Blume. Nimmst du deine Medikamente? Brauche ich nicht. Was soll ich noch damit? Es geht mir gut. So gut wie nie. Das ist ja alles sehr beeindruckend, Herr Krieg. Gell? Alles für mein Pelzerleberwascht. Obwohl mein Name ja gar nicht zur Pfalz gehört. Wir sind mehrfach ausgezeichnet worden dafür. Aber... Und bis 1778 war Mannem schließlich Residenzstadt der Kurpfalz, gell? Aber wenn die drüber auf der anderen Rheinseite das nicht so gern hören. Man hat sogar versucht, uns den Namen Pelzer Leberwurst zu verbieten. Und hier also machen Sie Ihre Gänsenwürste? Ja, gucken Sie mal. Hier Schweinefleisch, Fettgewebereich, mhm. Bindegewebe, Maske, Majoran, Zwiebeln, Gewürz, kein Pökelsalz. Ne? Deshalb ist die Leberwurst grau und nicht braun. Und Leber gar keine? Na ja, so um die 15%. Bei mir. Also doch recht viel, oder? Aber wie heißt es so schön bei uns? Weiberherz und Leberwascht bleiben ewig unerforscht. Und hier gäbe es dann die Schinkewascht, Bierschinke, Bierwascht, Liona und sehr zu empfehlen, unser Blutwascht. Dann nehmen wir es ruhig. Danke. Nett? Ach nein, danke. Bloß weil man Wurst herstellt, muss man die Berührung mit den schönen, den wertvollen Dingen des Lebens nicht meiden. Und deshalb fördern Sie die Oper? Ist das ein Verbrechen? Tja, die Kunst geht nach Brot oder Wurst. Ist doch nicht verwerflich. Haben Sie auch die Karriere Ihrer Tochter gefördert? Ja klar. Sie hat von mir alle finanzielle Unterstützung bekommen, die sie gebraucht hat. Singen lernen ist teuer.
Ist Ihre Tochter eigentlich für Schwetzingen unter Vertrag genommen worden, bevor oder nachdem Sie den Sponsorvertrag unterzeichnet haben? Ach, komische. Das war nur eine Frage. Die Begabung von meiner Tochter steht außer Frage. Wobei ich, wie alle, hoffe, dass die wunderbare Belamonte bald und vor allem unversehrt wieder auftaucht. Am besten nach der Premiere, gell? Jetzt langt's aber! Wo waren Sie nach der Pressekonferenz gestern? Esse! Mit dem SWR-Direktor und dem Festspielleiter. Das Sie glaube doch nicht, dass ich ruckzuck einfach mal Belamonte entführe. Also was ich glaube, spielt hier gar keine Rolle. Können Sie eigentlich Italienisch? Arrivederci. Heißt auf Deutsch, auf Wiedersehen. Bemüht sie sich nicht. Ich finde selber raus. Vielen Dank. SWR Festspiele Schwetzingen, Festivalbüro Schergaut am Apparat. Guten Tag. Hallo? Hier ist Krieg. Wer nochmal? Krieg! Würde sie mich bitte zu meiner Tochter durchstellen? Krieg? Fleurkrieg, ja. Moment mal. Ja? Ich bin's. Nicht das Babino Caro, sondern Lamont. Nicht Rinuccio, sondern Jaromir. Jaromir? Ich kenne keinen Jaromir. Und ob du ihn kennst, Fleur, meine kleine Blume mia, carissima fiore. Sie sind das? Freust du dich? Ich könnte sofort die Polizei rufen. Warum denn, meine schöne Blume? Sie stellen mir nach. Aber wie klingt denn das? Aber Sie haben doch nichts mit Belamontes Verschwinden zu tun. Wäre eine Entführung denn nicht wunderbar für dich? Entführung? Die Polizei weiß nicht einmal, ob es überhaupt eine Entführung gegeben hat, sagt mein Vater. So, sagt er das. Vielleicht sagt er nicht alles, was er weiß. Was meinen Sie? Die Polizei geht zu deinem Vater, weil sie denkt, er habe etwas mit der Sache zu tun. Am Ende nimmt sie an, er will dir den Weg ganz frei räumen. Fehlt nur der Beweis. Vielleicht bin ich der Beweis. Sie? Dann haben Sie... Jaromir Gott zu Diensten. Was wollen Sie von mir? Ein bisschen dankbarer könntest du schon sein. Fleur, ma petite. Kommen Sie nicht näher. Was bilden Sie sich ein? Ich will nur eins. Du sollst singen. Und sollst wissen, wem du das zu verdanken hast. Ich habe niemandem was zu verdanken. Schon gar nicht Ihnen. Fleur, Fleur, das ist die Chance. Ein jämmerlicher Zeitvertrag in Stuttgart und nur kleine Rollen. Dabei kannst du mehr. Viel mehr. Du bist besser. Viel besser als die Belamonte. Bleiben Sie mir vom Leib. Weißt du eigentlich, wie ähnlich du der großen Leonora bist? Leonora? Janka? Wir haben zusammen gesungen. In Prag. Wir haben uns geliebt. Aber dann hat man nicht mich, sondern die Zweitbesetzung zur Premiere genommen. Sie sind Sänger? War ich. Bis Leo... meine... Leonora... gestorben ist. Unfall hieß es. Ist sie nicht... in den Orchestergraben gestürzt. Furchtbar. Eine andere hätte es treffen sollen. Aber meine Leo... geliebte Leo... einen Unfall. Schrecklich. Du ähnelst ihr sehr, ma belle Fleur. Du gleichst ihr aufs Haar.
Nur, du singst noch viel, viel schöner. Ich singe nicht. Nicht unter diesen Umständen. Doch, das wirst du. Du wirst deine Chance nutzen. Du wirst glücklich sein. Und ich mit dir. Nicht auf Sarah Bellamontas Kosten. Nein. Was zählt die schon? Was hat für Corelli gezählt, als Domingo für ihn eingesprungen ist? Aber sie ist... Sie ist gar nichts. Wenn du deinen Erfolg gehabt hast, Fleur, ma belle, dann wird sich keiner mehr für sie interessieren. Dann wird nur noch die Rede sein von dir. Von dir. Verschwinden Sie. Sofort. Mach mal die Stelle bitte noch einmal. Fleur Krieg, bitte auf die Bühne. So, Frau Krieg, bitte Szene 2, Takt 20. Blut ist das Wasser. Ja, also kein Vergleich mit der Bellamonte. Kein Vergleich. Dieses Blümchen. Wie war's bei Krieg? Elend. Grässlicher Geruch. Mir ist noch ganz übel davor. Überall Würste und Blut und Blutwurst am Ende, die soll die auch nur probieren. Hat er seine Finger drin? In der Wurst mit Sicherheit. Ruhe bitte. Der sonnt sich in seiner Ehrbarkeit. Und er glaubt ans Geld. Irgendwie traue ich dem Entführung nicht zu. Dass er vielleicht die Bellamonte besticht schon, aber... Meine Güte, Bellamonte braucht kein Geld, Nina. Die will singen. Ruhe! Nein, das brauchst du nicht, Mutter. Ich hab's im Griff. Ich liebe sie. Ich werde sie gewinnen, hörst du? Sie ist meine Rettung. Seit ich sie kenne, brauche ich nichts anderes mehr. Katastrophe. Ja, wenn Ben davon der Liebe riet, bewundern Sie eine Frau und schlagen Sie in Fesseln, sein soll sie sein. Für immer sein gefangen mit dir. Liebe, ihr wollt es doch so. Es schmeichelt euch. Ach, geh mir fort. Na also, du hast mit den Proben weitergemacht. Ich wusste es. Sie müssen sie freilassen. Sie haben mir doch nichts getan. Hältst du mich für einen Mörder? Denk sowas nicht, Mabel. Es geht um dich, um uns. Um uns? Um uns. Meine Fleur. Wahnsinn. Sie sind... Du bist mein Augenstern, meine Rettung. Ach, was? Ich bin gar nichts. Ich bin eine durchschnittliche Sängerin. Ach, das ist nicht wahr. Doch. Ich bin nicht gut. Die Bellamonte, ja, die ist es. Die hat Klasse. Red dir das nicht ein. Was ich habe, das ist ein Vater mit Geld und Ehrgeiz. Ich werde ihn enttäuschen. Hat er diese groteske Inszenierung? Fleur, so ist es nicht. Wie denn? Es ist keine Groteske. Es ist die Wirklichkeit. Ich liebe dich. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Sie? Sag das nicht. Sie sind verrückt. Ich bin nicht verrückt. Sag das nie wieder. Sie schlagen mich. Damit wollen Sie mich gewinnen. Sie verdammter Idiot. Hauen Sie ab mit Ihrem bescheuerten Liebesdienst. Ich will ihn nicht. Raus! Lamotte, sind Sie sicher, dass Fleur Krieg die Nerven dazu hat?
steht sie den Premierendruck unter diesen Umständen durch. Aber sicher, Herr Direktor. Und der Regisseur auch. So eine Gelegenheit bekommt die kleine Krieg doch nie wieder. Wo steckt sie nur, diese Bellamonte? Wenn sie ihren Auftritt schmeißt, erweist sich unsere kleine Gefälligkeit dem Metzger gegenüber doch noch als Segen. Mir ist bei der Sache ganz unwohl. Wenn es keine Eskapade von Bellamonte ist, wenn ihr tatsächlich etwas zugestoßen ist, diese Drohbriefe. Wir kennen doch unsere Diva. Die wird schon wieder auftauchen. Früher oder später. Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Xaver, wäre es nicht langsam an der Zeit, das ganze Theater hier abzublasen? Und dann sollen wir die Suchhunde durchs Schloss jagen? Wäre einmal eine Idee. Nina. Ist doch wahr. Ich habe heute übrigens rausbekommen, dass die Pressemotte auch für die Pfälzer Leberwurst arbeitet. Was arbeitet sie denn? Er hat für Krieg PR-Kampagnen organisiert. Ja, so. Aiuto! Hilfe! Rein! So! Sonst klebe ich dir den Mund sofort wieder zu. Was haben Sie vor? Du kannst gehen. Was? Verschwinde, los, geh! Ma perché? Warum haben Sie mich eingesperrt? Sie verdammt das! Auf, was du sagst! Vaffanculo! Faccia di merda! Noch ein Wort und ich überleg's mir anders! So kommen Sie nicht davon. Parlerò con il commissario! Ja, mach das! Aber sag ihm gleich, wer dich hat einsperren lassen. Ich komme. Und für Hauptrollen eigne ich mich nicht, das weißt du doch. Ich bin nur der Gehilfe. Wie immer. Subito. Wer hat sie? Wer wohl? Wer hat das Geld? Oh, cosa vuol dire? Und das Interesse. Wer? Tja, wer wohl? Fleur Krieg? Ihr Vater? Sacco di Lardo? Oh, maledetta Putana! Dieses verfluchte Miststück! Ah, Herr Finkbeiner. Schon eine heiße Spur. Wussten Sie, dass Fleur Krieg nur einen kleinen Zeitvertrag in Stuttgart hat? Jeder fängt mal klein an. Sie hat Talent, ist jung, sieht blendend aus. Man könnte sich glatt in sie vergucken. Sie bleiben übrigens erstaunlich gelassen, Herr Lamotte. 2 Tage vor der Premiere. Ist Ihnen die hübsche Krieg am Ende lieber? Mir sind alle gleich lieb. Ja, so? Selbst wenn es das mit dem Talent nicht so ganz hinhaut. Für die künstlerischen Entscheidungen bin ich nicht zuständig. Ich muss sie nur verkaufen. Und was Sie verkaufen müssen, ist Ihnen wurscht. Bitte? Großes Theater oder Pfälzer Leberwurst? Das sind 2 komplett getrennte Baustellen. Warum frage ich mich denn nur, ob es da nicht doch eine Verbindung gibt zwischen Theater und Leberwurst? Herr Lamotte. Etwas Furchtbares ist geschehen, eine Entführung. Oder gar ein Mord. Ach, Sarah. Oder gar ein du dumme Pute. Polizei! Frau Brenzle, kommen Sie! Eine Tote! Da liegt eine Tote! Kommen Sie! Was? Kommen Sie schnell! Wo? Sie ist tot! Überall Blut! Wo denn, verdammt? Im Orchestergraben! Nee.
und Fleur Krieg? Ich begreife das nicht. Wahrscheinlich Genickbruch, sagt der Theaterarzt. Hm. Der Orchestergraben ist tief. Hm. Das Blut kommt aus einer großen Platzwunde am Hinterkopf. Ein Unfall? Was meinst du, Nina? Bin ich der Rechtsmediziner. Aber jetzt halte ich fest, Sarah. Die Bellamonte ist wieder da, sitzt in ihrer Garderobe. Etwa. Ja. Ist allerdings ziemlich durch den Wind. Jetzt läuft aber gerade alles ganz und gar verkehrt. Ja, das ist die Oper, kreativ und chaotisch. Ganz großes Theater. Und wir spielen hier das Kasperle. Oh, non mi disturba, stören Sie mich nicht. Sie sehen doch, dass... Signora, es geht leider nicht anders. Wir müssen wissen, wo Sie die letzten 36 Stunden waren. Ich bitte Sie... Das geht Sie nichts an. Und ob uns das was angeht? Erst die Drohbriefe, dann verschwinden Sie spurlos und jetzt liegt Fleur Krieg tot im Orchestergraben. Ich kann dazu nichts sagen. Ihr non so niente. Hören Sie, mir können Sie in die Mangel nehmen. Und ich bin mit Sicherheit nicht so rücksichtsvoll wie der Kommissario. Ich rede hier von dringendem Tatverdacht. Ihre Erzrivalin ist tot und Sie wollen nicht sagen, wo sie waren? Ich verlange meinen Avocado, meinen Anwalt. Selbstverständlich, Signora, kriegen Sie Ihren... Nina, kommst du mal. Aber was soll denn das? Ich lass mich doch nicht verarschen. Nina, es ist ihr gutes Recht. Sie muss nichts sagen. Schon gar nicht als Tatverdächtige, das weißt du. Xaver, hat die dich verhext oder was? Schau sie dir doch an. Die verschweigt uns was. Was du nicht sagst. Die ist hochverdächtig. Und wenn? Sie läuft uns nicht weg. Ey, die läuft andauernd weg, wenn man dieser Pressemotte glauben darf. Wir sollten sie nicht unter Druck setzen. Lass ihr Zeit, sich zu besinnen, Nina. Xaver, du willst die schonen? Halt. Du willst, dass die singt. Am Morgen wird dann Premiere. Ich glaub's ja nicht. Ja doch, schad drum. Warum sollte die Uraufführung ausfallen, wenn Frau Bellamonte disponiert ist? Ja, aber... Sie ist aber, schließlich unsere Originalbesetzung. Ja. Und sie ist nicht verhaftet. So leid es mir tut, Herr Krieg, so unsagbar leid. Aber bitte, wir müssen... Meine Tochter ist tot! Sie liegt in der Gerichtsmedizin auf dem Tisch und Sie wolle spielen? Ich verstehe Sie voll und ganz, Herr Krieg. Voll und ganz. Wir alle teilen Ihren Schmerz. Aber sehen Sie, Herr Krieg, Ihre Tochter. Sie hat für die Oper gelebt. Sie würde sicher wollen, dass die Uraufführung morgen Abend stattfindet. Vielleicht Annette hätte ich sie doch nie daher gebracht. Sarah Bellamonte, bitte auf die Bühne. Nun ist also Premiere. Grazie, Bella, mille grazie. Toi, 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 Sarah. Dankeschön. Du bist die Beste. Du schaffst es. Gut, dass du wieder da bist. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Toi, toi, toi. Danke vielmals, dankeschön. Nina. Was sagt die Gerichtsmedizin? Das willst du gar nicht wissen. Kein Unfall. Die Abschürfungen am Bein stammen von der Bühnenkante. Die Prellungen an der Rippen wohl auch. Also Unfall. Die Fasern unter Fleurs Fingernägeln werden noch analysiert. Ach, du machst mich fertig. Also ehrlich gesagt, aber warum sollte Fleur einfach so in Orchestergraben fallen? Sie war nicht die Erste, die einfach so... Da gab es mal eine, Leonora Janker. Prag, vor 5 oder 6 Jahren. Allerdings unter seltsamen Umständen. Wo die Bellamonte war, wissen wir immer noch nicht. Wir werden es herausfinden, später. Ich mache 3 Kreuze, wenn wir hier durch sind. Was ist das hier? Eine Oper. Jetzt ist erstmal Premiere. Er soll einen guten Platz. Kriegst du in deinem ganzen Leben nicht mehr. Herr Finkbeiner? Ah, Herr Lamotte. Ich habe eben einen merkwürdigen Anruf bekommen. Ja, so? Die Mutter eines unserer Bühnenarbeiter. Er hat wohl psychische Probleme. Die Mutter macht sich Sorgen, dass er seine Medikamente nicht nimmt. Er hat ihr gesagt, er bräuchte sie nicht mehr wegen einer Fleur. Wer ist der Mann? Jaromir Gott, Bühnenarbeiter, wie schon gesagt. Den zeigen Sie mir nach der Aufführung. In Ordnung, ich sitze da oben. Mhm. Bei den Machern natürlich. Was wollte die Pressemodell? Wir sollten uns noch um einen gewissen Gott kümmern. Jaromir Gott. Und dann bin ich weg. Es geht los.
auch nicht, Herr Hedwig. Das ist also wirklich schon altmodern. Wo kommt er jetzt her mit der Pistole? Ohne Kostüm? Und jetzt liegt sie da? Wie tot. Ach, kein Dieb, Samuel. Also, ich mag mit Zigeuner Baron gehen. Ja, ja. Ach, Dovizona, wo bin ich? Auf der Hinterbühne, Signora. Cosa successo? Was ist passiert? Bleiben ah, meine Schulter. Bleiben Sie ganz ruhig. Der Arzt ist gleich da. Oh, subito questo dolore. Plötzlich dieser Schmerz im Arm und dann war alles schwarz. Nicht sprechen. Jemand hat auf Sie geschossen. Komme. Ist nur ein Streifschuss. Oh, Dio. Oh, mein Gott. Gott. Era lui. Das war er. Wer? Come quel giorno. Wie damals in Prag. Leonora. Ich sollte sterben, aber dann seine geliebte Leonora. Was meint sie? Nicht sprechen. Oh, mi aiuti. Helfen Sie mir, Kommissario. Er wird es wieder versuchen. Er will mich töten. Wer, verdammt? Ja, Romir. Lui crede che... Er denkt. Ma io non ho fatto niente. Ich habe nichts gemacht. Sie ist gefallen. Einfach gefallen. Flirtkrieg? Ich habe sie nicht gestoßen. Das müssen Sie mir nicht glauben, Kommissario. Ja, ja. Io non ho fatto niente. Los, Zabo, komm! Schnell! Ja. Mein Gott. In den Mund geschossen. Die Blutober hat sich ihren Namen redlich verdient. Nina. Der Abschiedsbrief ist eindeutig. Er hat die Bellamonte entführt, damit die Fleur die Hauptrolle singen kann. Und dann hat er sie wieder freigelassen, damit er der Fleur die Chance wieder nimmt. Er wollte die bestrafen. Weil sie ihn für verrückt hielt? Nein, weil sie ihn zurückgewiesen hat. Hier, ich liebte sie und lieb sie noch. Sie sollte leben und nicht sterben. An allem ist die Bellamonte schuld, sie muss bezahlen. Und dann ist er auf die Bühne gestürzt. Ja, Liebeswahn. Und die Bellamonte hat die andere trotzdem geschubst. Sie schwört, dass sie Fleur nicht angerührt hat. Die Faserspuren unter Fleurs Fingernägeln stammen von ihr. Fleur hat sich gewehrt. Ach so. Und der Tod dieser Leonora... Bianca. Geht womöglich auch auf Bellamontes Konto. Das dürfte heute schwer nachzuweisen sein. Kann das sein, dass du den grünen Star hast, und zwar auf beiden Polizeiaugen? Wie kommst du jetzt da drauf? Weil sie so schön singt, oder? Finde ich übrigens gar nicht. Totschlag nur. Da sind wir keineswegs sicher. Blutoper. Kriminalhörspiel von Christine Lehmann und Alfred Marquardt. Nach einer Idee von Eberhard Stett. Xaver Finkbeiner, Ueli Jeggi. Nina Brändle, Caroline Eichhorn. Sarah Bellamonte, Stefanie Kellner. Lamotte, Wolfgang Pregler. Krieg, Gerhard Fehn. Fleur Krieg, Franziska Bayer. Jaromir, Jens Wawritschek. Hörfunkdirektor, Bernhard Herrmann. Sowie Eva Biermann, Tobias Graupner, Gertraud Heise, Peter Keitzer, Bernhard Leute, Sebastian Miro, Bodo Primus und Andreas Helgi Schmidt. Es sangen vom SWR-Vokalensemble Stuttgart Kirsten Drope, Rüdiger Linn, Philipp Niederberger und Ute Wille. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Karin Bötzer. Dramaturgie
Eckehard Skorupa. Redaktion Uta Maria Heim. Komposition Peter Keitzer. Regie Marc Ginsler. Produktion Südwestrundfunk 2011 für den ARD-Radio-Tatort.